Es geht weiter mit dem nächsten Redebeitrag. Heidi, schön, dass du heute da bist. Genau, was hast du uns zu sagen? Also das tut mir jetzt sehr leid, dass ich die Musik hier abstellen muss. Klaus ist ganz bestimmt besser als ich, aber das ist so geplant. Ich erzähle euch jetzt was. Mein Name ist Heidemarie Schröder. Ich wohne hier in Grünheide und ich bin Mitglied der Wassertafel Berlin-Brandenburg. Wie ihr aus unserem Namen hören könnt, kümmern wir uns um das Wasser in Berlin und Brandenburg. Und als solche haben wir von Anfang an das Tesla-Genehmigungsverfahren verfolgt und was auf der Tesla-Baustelle passiert. Wir haben schnell gemerkt, die bauen ja im Wasserschutzgebiet, beziehungsweise da stehen sie jetzt, Tesla gefährdet unser Wasser. Das hat uns nicht so schrecklich sehr verwundert, denn man wird nicht der reichste Mann der Welt, wenn man alles für den Umweltschutz oder für den Wasserschutz tut. Was uns verwundert hat, jedenfalls mich, weil ich manchmal an das Gute im Menschen glaube, ist, dass auch das Landesamt für Umwelt nichts für das Wasser und für die Umwelt tut, sondern umgekehrt alles für Elon Musk und alles, um unsere Umwelt zu zerstören und zu gefährden. Ihr seid nicht alle hier aus Grünheide, deshalb gebe ich euch zwei Beispiele. In dem Genehmigungsbescheid, den es, nachdem das Werk schon fertig war, gegeben hat, stand, dass der Wasserverband Strausberg-Erkner, der dafür sorgt, dass wir unser Wasser saufen können, jederzeit Zugang zu allen grundwasserrelevanten Daten im Betriebsgelände hätte. Dieser Passus ist auf Wunsch Teslas vom Landesamt für Umwelt gestrichen worden. Die Begründung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klima war, dass Tesla mit Klage gedroht hat, dass die ja die teureren und deshalb besseren Anwälte hätten und man dem Brandenburger Steuerzahler die Kosten eines verlorenen Prozesses ersparen wollte. Da sind die Brandenburger Steuerzahler dem Landesumweltamt sehr dankbar. Ein zweites Beispiel, dann höre ich schon auf, damit wir wieder Musik kriegen. Das Landesamt für Umwelt, das Gleiche, hat behauptet oder behauptet, durch das Zubetonieren der ganzen Fläche bei Tesla nimmt die Grundwasserbildungsrate zu. Die Bäume, die da vorher standen, der Wald, haben das Wasser nur aufgesogen und verdunstet. Wir können uns also darauf einstellen, dass das Landesamt für Umwelt es gestattet, ganz Brandenburg zuzubetonieren, damit das Grundwasser für die Industrie da ist und nicht für den Wald, nicht für die Natur. Vor 4 Wochen durften wir Grünheider, ich nicht, ich habe nur Zweitwohnsitz, aber die Grünheider durften abstimmen, ob sie den Rest von Grünheide zubetoniert haben wollen. Wieder Landschaftsschutzgebiet in Industriegebiet umwandeln, wieder Wald aus dem Wasserschutzgebiet ausgliedern. Sie haben sich mit über 70%, das ist die höchste Beteiligung je bei einer kommunalen Geschichte, beteiligt und mit 2/3 Nein gesagt. Noch eine Zahl: Bei der letzten Stichwahl hat unser Bürgermeister 2066 Stimmen bekommen. Gegen Tesla haben 3460 gestimmt. Wir Grünheider würden das nie durchsetzen können. Wir haben viel zu wenig durchsetzen können, dass das Waldgebiet tatsächlich erhalten bleibt. Wenn wir das schaffen, schaffen wir das nur durch eure Hilfe, durch die Hilfe der Leute, die sich in den Baum gehängt haben und sich da den Arsch abfrieren, durch die Leute, die uns unterstützen, ihr alle, die ihr hier seid. Und dafür sage ich euch und sage ich den Baumleuten,
Danke. Vielen Dank, super. Wir erzählen euch jetzt kurz, was wir noch vorhaben, bevor die Demo zu Ende ist.